Der jüngste Bericht des Verfassungsschutzes, vergangene Woche vorgestellt, bestätigt es erneut. Die Anzahl rechtsextremer Übergriffe steigt kontinuierlich. Ein Brennpunkt, Halberstadt. Erst im Juni sorgte der Ort wieder für Schlagzeilen nach einem Überfall von Neonazis auf eine Theatergruppe. Doch nicht nur die gröhlenden, pöbelnden Horden sind eine Gefahr. Unterwegs mit Steffen Wilatowski von der Polizei Halberstadt. Er zeigt uns Treffpunkte von rechten Jugendlichen wie diesen Park, mitten in der Stadt. Die Gruppe bekennt sich ganz offen, dass sie den Überfall auf die Theaterleute für eine Bagatelle hält, ihn sogar gut findet. Wir haben auch genug. Es kam im Fernsehen. Gerecht. Videotext und. Was? Gerecht? Ja, es war gerecht. Ja, was nur schreiben? Keine Ahnung, das ist alles Quatsch. Was war denn gerecht an dem Überfall? Na, alles halt. Tatsächlich handelt es sich um wirklich erhebliche Straftaten, die auch empfindlich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung hier gestört hat. Und es ist halt so, dass dieses Klientel das auch herunterspielt. Noch während des Interviews mit dem Polizeisprecher umringt uns die Gruppe, bedroht unseren Kameramann. Nimm die Kamera weg, Alter. Ich hab's hier um die Ohren, Alter. Komm. Also, mach die Kamera weg, mein. Nee, mach das nicht. Die Einschüchterungsversuche finden erst ein Ende, als der Aggressivste mit Gewalt von den eigenen Leuten zurückgezogen wird. Wir treffen Rainer Neugebauer. Der Professor der Verwaltungshochschule kennt die rechtsextreme Szene und ist als Vertreter des Bürgerbündnisses gegen Gewaltstadt bekannt. Kaum haben wir das Interview begonnen, läuft wieder eine Gruppe rechter Jugendlicher vorbei und pöbelt. Jesus Götze! Die Polizei schätzt den Kern der militanten Neonazis in der Stadt auf rund 60 Personen. Und es werden mehr. Wir müssen erkennen und alle Verantwortlichen müssen erkennen, wir haben ein Problem mit den Rechten in Halberstadt. Und nur wenn man das erkennt und sich dazu bekennt und sagt, dann haben wir eine Chance, gemeinsam und koordiniert dagegen vorzugehen. Es ist höchste Zeit, denn es gibt eine brisante Reihe schwerer rechtsextremer Straftaten in Halberstadt. Der Lebensgefährte von Heide Dannenberg wird im Jahr 2000 mit 4 Messerstichen getötet. Helmut Sackers hatte den Täter angezeigt, weil dieser lautstark das Horst-Wessel-Lied hörte. Seine Zivilcourage wurde ihm zum Verhängnis. Das Gerichtsverfahren verläuft für Heide Dannenberg katastrophal. Der Täter stellte sich natürlich auch als Opfer dar, obwohl Helmut 30 Jahre älter war, 10 Zentimeter kleiner war und nicht bewaffnet war, wurde ja der Täter im ersten Prozess sogar wegen Notwehr freigesprochen. Damit will sich Heide Dannenberg nicht abfinden, dass die Polizei bei dem Täter im Zuge einer Hausdurchsuchung eine umfangreiche rechtsextreme Musiksammlung beschlagnahmt, beeindruckt auch das nächste Gericht wenig. Der Tod von Helmut Sackers wird als Folge eines Nachbarschaftsstreits gewertet. Letztendlich ist alles, woraus die Auseinandersetzung erfolgt, das Anzeigen von rechtsradikaler Musik, in das Urteil nicht mit eingeflossen. Der Täter ist frei. Genau wie in diesem Fall. Hier vor dem Halberstädter Bahnhof greifen 6 bis 8 Rechtsradikale mehrere Menschen an. Wir treffen eines der Opfer, Gerald Eggert. Damals verletzten die Täter zuerst einen Liberianer schwer. Ein Bundespolizist kommt ihm zur Hilfe. Auch er wird niedergeschlagen. Dann trifft es Gerald Eggert. Gerade als er uns das erzählen will, kommt es zu einem erneuten Einschüchterungsversuch. Du hast eine Kamera auf. Rein, du. Du haust rein in die Kamera. Hallo, du bist schon rein. Aha. In solchen Momenten lebt die Vergangenheit beklemmend wieder auf. Gerald Eggert zeigt damals auch Zivilcourage. Er verfolgt die Täter, fotografiert sie, sie bemerken ihn. Einer reißt ihm die Kamera weg. Die beiden anderen haben auf mich eingeprügelt und es dauerte dann nicht lange. Dann kam das Einsatzkommando der Polizei und nahm sich dieser 3 ein. Und das sind dann auch die 3, die angeklagt wurden. Die anderen wurden bis heute nicht gefasst. Das sind die 3 vor Gericht. Bis heute ist keiner von ihnen rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Empört hat die Opfer, wie das Gericht die Tat eingestuft hat. Ich habe das Urteil damals als Skandal empfunden, heute auch noch, weil der Richter einfach aus diesem Vorfall eine Härterschlägerei gemacht hat, jegliche Fremdenfeindlichkeit und jeden rechtsradikalen Hintergrund völlig ignoriert hat. Ein übergeordnetes Gericht hat nun klargestellt, der Überfall erfolgte aus eindeutig rassistischen Motiven. Doch die Täter haben Revision eingelegt.
Die sind alle freien Fußes, also die können mir jeden Tag hier irgendwo begegnen. Noch schlimmer trifft es das Gewaltopfer Sebastian Vogler. August 2003. Der Jugendliche sitzt nach einem Konzertbesuch hier im Garten des örtlichen Jugendzentrums, als ihn unvermittelt 5 Männer angreifen und brutal zusammenschlagen. Ich habe 3 Brüche gehabt am Kopf, die halt getackert werden mussten. Das eine Auge war komplett zugeschwollen, da bestand halt die Gefahr, dass ich mein Augenlicht verliere. Und es waren halt die beiden Jochbeine angebrochen. Also für mich am schlimmsten ist einfach, dass hauptsächlich am Kopf Schäden waren. Also mein Kopf war einfach weitestgehend zertrümmert und zermatscht. Doch die schweren Verletzungen werden gerichtlich nicht gesühnt. So sieht es der Überfallene. Die Täter stammen aus der rechtsextremen Szene. Ein mutmaßlicher Rädelsführer ist Peter K., Sänger der Neonazi-Band Skinhead Sachsen-Anhalt und mehrfach wegen einschlägiger Gewaltdelikte vorbestraft. 2 Jahre später, wo mein Vater den mit seinen Kumpels getroffen hat, da ist er dann zu meinem Papa hingegangen. Du, das nächste Mal, das machen wir richtig. Dann machen wir es richtig. So ist er zu meinem Vater. Der ist da noch spaziert mit seinen Kumpels und ist dann wieder zurückgegangen und hat sich da als einen starken Macker geführt. Was kann das? Ja, was? Das ist doch für die Leute, ist das ein Freibrief. Das Verfahren gegen Peter K. wurde in diesem Fall eingestellt. Doch nicht nur er läuft frei herum. Alle anderen Beteiligten sind auf freiem Fuß. Der Politikprofessor Roland Roth hat damals gegen die Justiz Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gestellt. Die Folgen der 3 Verfahren bewertet Roth besonders für die Opfer als fatal. Die rechtsextreme Szene feiert es als Triumph. In den 3 angesprochenen Fällen kann man nur sagen, dass die Justiz einen Beitrag zur Realitätsverleugnung geleistet hat, indem sie nicht bereit war, die rechtsextremen Hintergründe der Straftaten ernst zu nehmen, zu durchleuchten und im Urteil auch zu berücksichtigen. Sie hat eklatant versagt, ihren Beitrag zu leisten zur inneren Sicherheit, in dem Sinne, dass Opfergruppen, die von den Rechtsextremen ausgeguckt werden, eben geschützt werden und besonderen Schutz der Justiz erfahren. Nicht zuletzt deswegen will das Land Sachsen-Anhalt, dass rechtsextreme Motivationen von Gewalttätern bei der Urteilsfindung stärker berücksichtigt werden. Mit einer Bundesratsinitiative sollen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, gegen rechte Schläger schneller Haftstrafen verhängen zu können. Auch an diesem Abend gibt es einen Großeinsatz in der Nähe, um eine illegale Versammlung rechtsextremer aufzulösen.